In unserem heutigen Türchen möchte ich euch eigentlich zeigen, was ihr wunderschön basteln könnt, alleine oder mit euren Kindern. Unser Baum ist in Mintgold, Silberweiß mit Altrostfiguren, Perlenketten, Lichterketten. Dazu basteln wir uns einen Engel. Wir brauchen dazu gebreites Geschenkband oder Deko-Organza-Stoff, was ihr zu Hause habt vielleicht, eine Holzwäscheklammer, ein wenig Goldpapier, Tonpapier. Ihr könnt aber auch einfache Pappe nehmen, die ihr zu Hause habt, die ihr vielleicht von einer Verpackung nehmt und diese einfach nur Gold anmalt oder Silber. Oder mit weißen Federchen beklebt und etwas Wolle für die Haare des Engels. Dazu eine Kordel, an dem wir dann den Engel aufhängen. Meine Kinder waren total begeistert von diesem wunderschönen kleinen Engel, der dann den Baum ziert. Bei unserem heutigen Türchen möchte ich euch zeigen, wie schnell man so einen süßen Engel machen kann. Und zwar geht der mit einer Wäscheklammer. Entweder für den Weihnachtsbaum, ich finde es aber auch immer ganz süß, das an Geschenkpäckchen zu hängen. Und es kommt immer ganz toll an. Und das können sogar schon kleine Kinder. So, was wir brauchen ist als erstes eine Holzwäscheklammer. Die kriegt ihr überall in einem Großpack. Ich mache dann immer gleich so 20 Stück, weil die sich ganz toll verschenken lassen. So, Geschenkband, etwas Festeres oder ein Rest Dekostoff. So, dazu eine Pappe. Ich habe hier eine Wellpappe oder Moosgummireste, was ihr so zu Hause habt. Ihr könnt die Wäscheklammer anmalen oder so lassen, wie ihr wollt. Oder eventuell noch mal so ein goldenes oder silbernes Bändchen drüber hinkleben. Das ist euch überlassen. So, wir fangen an mit dem Kleidchen. Und zwar nehmen wir da unser Dekoband. Ich habe hier ein pinkes. Wenn es zu schmal ist, können wir zwei Stück nehmen. Die Größe entscheidet ihr bitte selber, wie groß ihr das haben möchtet. Mit einer Heißklebe geht es am einfachsten, deswegen habe ich auch hier die Unterlage. Dann kleben wir zwei zusammen. So, passt auf, verbrennt euch nicht die Finger. Ich nehme dann immer so irgendwas und streiche es drüber hin, weil es weh tut. Hochheben. So, dann kann man, weil bei dem Dekoband ist am Ende Draht, also rechts und links, dann kann man es schön umknicken. Dann sieht es ordentlicher aus. Wir raffen es hier oben etwas, einfach in Falten gelegt. Hier hast du überall ein bisschen Kleber drauf. Falten gelegt und dann tun wir die Klammer drauf drücken. Dann hätten wir schon das Kleidchen. So, dann nehmen wir uns das Moosgummi oder wie hier die Wellpappe, machen uns zwei Händchen. Die müssen gar nicht so ordentlich sein. So, das sind die Händchen. Dann einen Kopf. Und die Flügel. Ein Flügel. Und dann seitenverkehrt noch ein Flügel. Und das schneiden wir jetzt erst einmal aus. Wir haben jetzt unsere Teile ausgeschnitten. Die Flügelchen nehmen wir bitte mit den Wellen nach vorne. Und kleben es so hinten hin. Okay. Die Händchen nehmen wir wieder anders darum. Kommen an das Ende der Wäscheklammer. So.
Gesichtchen. Jetzt machen wir am besten Näschen. Dann malen wir das Gesicht fertig. Ich nehme ganz gerne immer die CD-Schreiber. Die haften überall. Dann brauchen wir für die Haare irgend so eine Wolle, was ihr zu Hause habt. Das muss nicht unbedingt solche sein, das ist euch überlassen. Wir nehmen so ein langes Stück, ich schätze mal so 60 cm, machen das in die Mitte und nochmal in die Mitte und nochmal in die Mitte. Dann nehmen wir uns ein kleineres Fädchen, knoten das in die Mitte. Richtig fest. Und schon habt ihr eine Perücke. Ihr könnt die Schleifen, die es ergeben hat, aufschneiden, uns aber auch zulassen. Das kleben wir jetzt erst an das Oberteil von unserem Engel. Seht ihr, wie einfach das geht? Und dann kommt unser Engelköpfchen auf die Klammer drauf. So. Man kann dann hier noch Strasssteine oder Pärchen draufkleben. Auf die Flügel könnte man noch mit goldenen Kleberstiften Ornamente drauf machen. Dann kann das noch ganz, ganz tolle verzieren. Und das wäre mein heutiger Tipp fürs heutige Türchen. Tschüss!